Leute, willkommen zu meinem Toka Boka Video. Heute gibt es für euch eine Roomtour. Und los geht's. Also, hier ist ein ganz normaler Briefkasten. Und dann eine Hausklingel. Hier, hört mal. Und hier links sind zwei Bodenbeleuchtungen. Und wenn man ins Haus reingeht, sind da zwei Kommoden und auf den Kommoden befinden sich Figuren und noch ein paar Bilder, eine Pflanze und wenn man weitergeht, befindet sich hier der Fahrstuhl, weil dieses Haus hat zwei Stockwerke und ja, wenn man ein bisschen weitergeht, befindet sich hier die Küche. Bei der Küche habe ich überall gefühlt, also hier überall. Und was mir bei der Küche am meisten gefällt, ist hier der Kühlschrank wegen den Getränken. Ich glaube, das ist Zitrone, das ist Erdbeersaft, das ist Kaffee, glaube ich, und das ist ganz normales Wasser. Und hier haben wir einen dunkelblauen Tisch und ein paar Stühle. Die Küche habe ich komplett dunkelblau gemacht, weil es mir einfach gefällt. Und neben der Küche ist schon das Badezimmer. Das Badezimmer habe ich eher gold gemacht. Hier ist eine Dusche, ein Spiegel, Zahnbürste, WC und ein Waschbecken. Sonst nichts Besonderes. Und danach ist schon der Wohnzimmer. Wohnzimmer ist auch nichts Besonderes. Eine Pflanze, zwei Lampen, also hier eine und hier oben eine und ja, ein großer Sofa auf jeden Fall und ein kleiner Tisch und ein Fernseher und ja, jetzt gehen wir nach oben. Also oben befinden sich alle Schlafzimmer und ja. Und oben angekommen, beim zweiten Stockwerk, ist links von euch aus gesehen, der Pool. Die Poolspielsachen sind Flamingo, ein Ball und ich sag mal ein Brett. Und eine Beleuchtung ist eine Palme mit Lampen. Die gefällt mir sehr. Und hier hat auch drei Liegestühle. Ich sag mal, Sonnenschutz ist hier noch. Sonnenschirme oder so. Und jetzt, wenn man rechts geht, ist direkt der Schlafzimmer von meiner Mama. Hier hat sie eine PC, da oben noch Statue und ein paar Bücher und ein paar Kleider. Die sind auch überall gefüllt und ja. Direkt rechts, also oben in der Mitte, ist mein Schlafzimmer. Hier ist mein PC zum Zocken oder zum YouTube schauen, TikTok schauen und so weiter. Hier habe ich meine Kleider, die sind auch überall gefüllt. Hier. Und da oben habe ich meinen Ventilator, wenn es zu warm ist. Logischerweise habe ich noch einen Rucksack. Und wenn es mir langweilig ist, ein Tablet ein bisschen noch. Und ein Controller. Und rechts davon habe ich und mein Bruder eine Chill-Ecke gemacht, also Ausruhecke, Chill-Ecke. Hier können wir sitzen und hier sitzt mein Bruder. Hier zocken wir fast immer gegeneinander. Und ja, und lassen Musik und machen Fotos und so weiter. Mein Bruder hat da oben noch einen Ventilator und einen Controller. Und ja, ganz hinten, beim zweiten Stockwerk, ist mein Bruderzimmer. Er hat einen PC, so wie ich, einen Rucksack und noch Kopfhörer da oben. Er hat noch auch eine Kamera und der Schrank ist auch überall gefüllt. Und ja.
Wenn euch mein Video gefallen hat, könnt ihr ein Like und ein Abo dalassen. Tschüss, bis nächstes Mal.